ourselves in the head. Awesome, geeks. Do you want to know what it is? Endlich ist es soweit. Ich begrüße Sie herzlich zur allerersten Ausgabe des ZFF Daily 2015, der offiziellen Highlight-Show des Zürcher Filmfestivals. Hier kriegt ihr die heißesten News, die interessantesten Interviews und wir zeigen euch generell, was in dieser wunderschönen Stadt Zürich alles so abgeht. Wie zum Beispiel gestern Abend an der glamourösen Opening Night. Wir waren mit dabei. Nach dieser fulminanten Opening Night ist Zürich definitiv ready für die Stars. Wir sind ready für die vielen Filmfans, die zu uns in die Stadt reisen werden. Gestern hatte ich das Privileg, den künstlerischen Direktor des Festivals, Karl Spörri, zu treffen und habe dabei herausgefunden, auf welche Vorstellungen er sich besonders freut. Es gibt ein paar Highlights, vielleicht zwei, die sehr unterschiedlich sind, aber die ich sehr interessant finde. Einer aus unserem Wettbewerb, Fokus-Wettbewerb, Amateur Teens von Niklas Hilber. Finde ich einen extrem interessanten Regisseur, der noch nicht so einen grossen Namen hat, aber wirklich einen grossartigen Film gemacht hat. Ein Film, der einen wirklich in die heutige Zeit der Teenagers reinbringt. Das ist sehr attraktiv zum Schauen und auch sehr kritischer und zeitgeistiger Film. Aktuell sehr viele frische Gesichter, extrem viele Entdeckungen, die man machen kann. Finde ich wahnsinnig interessante Schauspieler und Schauspielerinnen, die zum ersten Mal vor der Kamera stehen. Das ist sicher ein Film. Der andere Film, den ich empfehlen würde, ist Köpek. Ebenfalls im gleichen Wettbewerb, im Fokus-Wettbewerb. Auch das wiederum eine ganz andere Geschichte. Spielt in der Türkei. Eine Geschichte, die sich sehr mit der Türkei heute und den sozialen Zwängen auseinandersetzt. Auch das wiederum finde ich eine grossartige Arbeit. Also ich würde diesen Film sicherlich jetzt mal so als erstes herausstreichen und sagen, das müssen wir unbedingt sehen. Ein Film, den ich, sage jetzt mal aus dem Gala-Programm, den ich sicherlich jedem ans Herz lege, ist Freeheld mit Ellen Page. Der ist am Freitagabend ein sehr interessanter Film, ein sehr wichtiger Film. Dann unsere ganze Iran-Reihe, die wir das haben, in der neuen Weltsicht. Das ist einfach ein extrem interessantes Filmland, wo sehr ein junges Filmschaffen hat, wo aber zugänglich ist, eben auch für ein westliches Publikum zugänglich ist und eine sehr interessante Erzählart hat. Also das würde ich auch jedem empfehlen. Also das Highlight des Einzelnen rauszupicken ist immer sehr schwierig. Das also die Tipps vom Festivaldirektor Karl Spörri. Wer mehr über ihn und das Festival erfahren will, der kann das tun, indem er hier auf die Infocard draufklickt. Ja, zusammen mit Karl Spörri freuen wir uns nun auf die Weltpremiere des Schweizer Films Amateur Teens. Ein Film, der sich um die Ängste und Sorgen von Schweizer Jugendlichen im Umgang mit Sozialmedien dreht. Schau dir mal die neue dort an. Ich finde das so komisch. So, du kennst sie doch gar nicht. Okay, checken wir sie gerade mal aus. Wie heißt sie zum Nachnamen? Buri. Okay, was habe ich gesagt? Auf Facebook hat sie gerade mal 42 Freunde. Nein, so ein Opfer. Ich wollte immer schon von Anfang an den Film sehr nah bei den Darstellern machen. Also einerseits intim sein und andererseits aber auch sie wollen verloren, ihre Verlorenheit darstellen. Ich will ihm verlosen, was der Adi auf WhatsApp geschrieben hat. Sie gehen mit der Lara Gruppe 6 kam. Was? Das Festival ist somit eröffnet. Wer die nächsten 9 Tage auf dem Laufenden bleiben will, der abonniert am besten unseren YouTube-Channel. Das ZFF Daily bringt euch täglich neue Highlights. Bis morgen. Macht's gut. Ciao zusammen.